Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Tomb Raider. Vermisst. Kehren Sie zum Lager der Überlebenden. Am Strand zurück. So, ich kann schon wieder nicht reden. Ich bin richtig gespannt, bin jetzt in der neuen Aufnahme. Bin richtig gespannt, wie es weitergeht, ey. Ich habe vorhin geguckt, wir haben das Spiel 55% gemeistert. Aber ich denke nicht, dass man hier 100% erreichen kann, also muss, um die Story durchzuhaben. Ich weiß nicht, ob das so ist wie beispielsweise, blöder Vergleich wäre, wie bei GTA. Da muss man ja zum Beispiel für 100% alle Nebendinger machen, also so Sachen einsammeln. Jetzt weiß ich nicht, ob so Funde wie so die Geocaches und so Zeug, ob das da dazu zählt oder nicht, aber wir werden sehen, ne? Auf jeden Fall. Auch wenn es nicht so ist, sind wir trotzdem schon über der Hälfte. Ist fast ein bisschen schade schon. Aber man weiß, was noch kommt. Also, ich würde sagen, wir gehen mal weiter, ne? Ach ja. Ja, das Spiel macht mir echt riesig Spaß, muss ich sagen. Das soll es ja auch sein. So, ganz kurz muss ich den Timer starten. So. Sehr schön. Da unten. Hey, was ist das? Kann man das abschießen oder was? Ah, vorheriger Bewohner, neue Herausforderung, abschließen für EP. Ach so. Ach, das ist auch wieder sowas, siehst du? Das wusste ich gar nicht. Ich habe jetzt einfach nur mit Q hier rumgeguckt und habe das gefunden. Jetzt ist die Frage, ah, da hinten kommen wir durch. Das ist ja perfekt. Jo. Da müssen wir hin. Da sind wir zu Hause. Eigentlich nicht, aber... Oh ja, da haben wir das Riesending. Ah, jetzt können wir doch hier, ne? Hey, guck mal. Ah, das wird mir jetzt überall auffallen. Können wir hier? Nee, gut. Nein. Hier, zack, und... Bam. Einmal hier halten und rausziehen. Jawohl, das klappt. So habe ich mir das vorgestellt. So ist das schön. Munition oder was auch immer. Ja, nee, Kiste nur. Was heißt nur halt, ne? Das ist ein Tempo zu hoch. Präge ja nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Cool. Was ich noch sagen wollte, weiß jemand von euch, ob auf YouTube jetzt schon 30 FPS möglich sind? 60 FPS möglich sind, Entschuldigung. Normalerweise war es ja derzeit so, dass man nur... Dass man nur mal die, dass die Videos nur in 30 FPS abgespielt werden konnten. Das heißt nur, aber ihr wisst jetzt, was ich meine. Und das soll ja geändert werden, aber YouTube hat nur gesagt, in den nächsten 3 Monaten. Kein genauer Zeitpunkt. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es schon so ist. Also, falls einer von euch was weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Weil ich würde gerne Videos in 60 FPS uploaden. Dann läuft das hier viel flüssiger. Da kann ich es auch in 60 FPS aufnehmen. Ich meine, ich kann aufnehmen in 60 FPS, aber bringt mir rein gar nichts. Denn was bringt mir, wenn ich in 60 FPS aufnehme und dann muss ich es wieder runterkodieren auf 30? Bringt mir gar nichts. Also würde ich sagen, haben wir jetzt da mal den Balken rein, ne? Zack. Was? Hat nicht getroffen? Ach so, muss man ziemlich mittig machen. Perfekt. Wohin müssen wir denn? Können wir hier gleich hoch? Sollen wir da unten hin? Kann mich da fallen lassen? Au! Hat geklappt. Muss ich nach unten? Ich denk's. Ja, ich denk schon. Achso, da sind wir jetzt falsch rum hin. Ah ja, okay. Nee, dahin wollen wir nicht. Das bringt uns nichts. Hä? Was will denn der jetzt von uns? Moment, pass mal auf jetzt. Den haben wir. Wir gehen jetzt mal da rein. Da ist irgendwas. Geocache, sehr schön. Ja, da kommen wir durch.
Ich warte darauf, dass Concut aktualisiert oder irgend sowas. Waren wir hier schon? Kann mich gar nicht daran erinnern. Keine Ahnung. Lalalala. Aktuelle Position, Strand mit Schiffswrack. Da oben ist irgendwas. Ja, toll. Moment, wir müssen Kenzi zum Lager der Überlebenden zurück. War das Lager nicht... Was? Hier? Ach du Scheiße. Hey, Moment. Können wir jetzt nicht da durchlaufen und dann hier zack, zack, zack? So müsste doch das gehen, oder? Das wäre doch eigentlich hier richtig, möchte ich meinen. Hier sind wir runter, dann hier rüber und da hinten ist das Lager. Das weiß ich schon noch. Nur, ey, guck mal. Jetzt können wir die ganzen Dinger immerhin rausziehen. Das konnten wir ja vorher alles nicht. Verstehst du? Sehr schön. Ja, perfekt. So wollte ich das haben. Denkst du, wir krabbeln jetzt hier hoch? Jedes Mal bestimmt nicht. Oh oh. Die haben uns auch noch nicht gesehen, das ist ja perfekt. Dann holen wir uns jetzt erst den hinteren. Ja, der andere hat dann gleich gedacht, ja komm. Lohnt sich gar nicht mehr jetzt, hier großartig noch weiterzuleben. Da hat er einfach mal gedacht, gehe ich einfach mal mit dem Berg runter. Kann auch nicht schaden. Da hinten ist das Lager. Sehr gut. Oh Gott. Wie geil. Ach so, Sequenz, ich dachte schon. Ach so, gut. Ich dachte jetzt, da kommt gleich noch weiter. So, okay, gut. Dann machen wir gleich weiter. Das ist natürlich gar kein Problem. Was haben wir denn? Hier ist ein Boot. Das möchte ich jetzt nicht anziehen. Ich glaube, das geht da noch gar nicht. Oh. Ruhig. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nah. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich. Und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich.
Tja, habe ich's nicht gesagt? Reyes, ich kann die... ich weiß ja nicht, ne? Ganz ehrlich, es war so klar, dass wir das anhören mussten. Das war einfach klar, ich weiß nicht. Solche Menschen, ne? Ganz ehrlich, jetzt so in der Situation dann noch so dumm zu... Hey! Hallo, ich brauche was zu essen. Danke. So. Lauf. Ja, ja. Verbrenn. Das war wieder so klar. Das musste einfach sein wieder. Einfach nur mal Bergungsgut mitnehmen. Ich weiß ja nicht, ob uns noch was bringt. Ob uns das noch was bringt. Sehr schön. Ich liebe das Ding. Das ist irgendwie praktisch. Alter. Was wollen wir wetten, dass das Ding wieder runterstürzt? Bei unserem Glück. Toll. Ganz ehrlich, ich sag gar nichts mehr. Oder ist das sogar... Ach, das ist nicht kaputt. Cool. Ich dachte, jetzt ist kaputt. Oder was ist jetzt hier? Müssen wir jetzt hier hochklettern oder was? Ist es jetzt kaputt oder nicht? Ach, keine Ahnung. Und ich sage noch, es wird runterstützen. Ich glaube manchmal echt. Hallo? Halt dich doch mal. Ja, sehr schön. Und hoch. Und zack. Rüber. Was flimmert denn da Stahlseil so rum? Ach, weiter rüber oder was? Alter. Und hoch. Danke. Überlebensinstinkte. Okay, der Rinder. Gut, hier ist noch... Ich dachte, da hinten ist Munition, aber... Gut, das war Munition anscheinend. Brauchen wir aber nicht. Ja, okay, da oben. Moment, wo muss ich hin? Wahrscheinlich... Ja, okay, ich muss erst dahin, sonst geht's nicht. Ja, klar. Zap und ran. Zack und zack und hüpf und zack. Und wieder weiter. Ach, schon wieder. Nein! Was? Hä? Wo soll ich denn da hinspringen, bitte, wenn er mir anzeigt, ich soll wegspringen? Moment. Habt ihr das jetzt verstanden? Moment. Mal gleich nochmal sehen. Erstmal nehmen wir die Kiste mit, das war ganz gut. Die haben wir nämlich gerade nicht mitgenommen. Ein von drei Teilen gefunden. Oder eins der drei Teilen, besser. Besser formuliert. Gut, da sind wir fertig. Wir haben volle Muni, alles voll, gut. Zack. Und so, pass auf. Yes, klar. Zack. Hä? Ich sag... Moment, was ist denn jetzt los? Gerade hat das ja auch noch funktioniert. Weißt du was, das Bergungsgut ist mir egal. Ich links rum. Wahrscheinlich geht das nicht, oder? So, pass mal auf jetzt. So, ich hänge. Ich hänge. Alles gut. Alles kein Problem. Aber wie soll ich das zum... Halt dich mal fest, danke. Ja, Gott sei Dank. Und vorhin ist sie einfach so runtergesprungen. Obwohl sie ja so geschaut, also so nach rechts geschaut hat. Aber ja, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Warum? Was ist hier oben? Können wir da was machen? Ah ja, können wir allerdings.
Okay. So, dann einmal hier rüber wahrscheinlich, ja. Sehr schön. Alter, richtig gut gemacht hier, dass das alles so hängt und so knackt. Kann ich mich hier irgendwo ranziehen? Okay, dann muss ich wohl springen. Alter, nein, 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 nein. Oh, oh. Huhuhuhu. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Bis jetzt immer nur geradeaus eigentlich. Einfach Weg entlang gehen. Das kriegen wir hin. Und nochmal. Und hoch. Ah, guck mal, was hier ist. Keiner darf rein oder raus. Wir töten alles, was seinen Fuß da reinsetzt. Ich brauch Hilfe! Alter, hat er eine Schrot? Alter, Alter, Alter. Wir gehen drauf, wir gehen drauf, wir gehen... Ja, klar. Ja, das war klar. Ja, da würde ich mal sagen, habe ich was falsch gemacht. Und zwar hätte ich gleich schießen müssen. Was machen wir hier? Da in dem Grab sind scheiß Oni. In dem Fall, ganz ehrlich, muss er nicht immer... Lebt der immer noch da oben? Der... Alter! Woher? Oh Mann. Da kommen immer noch zwei andere aus den Löchern geschissen. Das ist immer das gleiche, Mann. Aber macht nichts, haben wir geschafft. Kein Problem. Wir können ja gut was wegstecken. So, dann hoch und hier rüber. Ja, klappt. Oh Gott, Gott sei Dank. Ich hab mich schon fast verdrückt. So, dann sind wir hier. Und jetzt können wir hier irgendwo Seil. Ja, hier unten. Moment. Haben wir nachgeladen? Ja. Really good. Ich dachte schon, warum wollt ihr jetzt springen, bitte? Ich werde jetzt wieder irgendwo... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das wird jetzt schon anspruchsvoller hier, das Klettern, muss man ja sagen. Am Anfang war das eigentlich immer nur Wand zu Wand und hoch. Jetzt sind ja schon mal Ecksprünge dabei, das ist nicht so einfach, muss man ja sagen. So. Na! Oh Gott. Ich dachte schon. Ich wollte eigentlich nur einen Schritt zurücklaufen. Halt, das hat ja gepasst. So, zack. Und... Alter, Alter, boah, das habe ich mir jetzt gedacht, dass wir runterfallen. Moment. Ach, das ist ein anderer Turm da gegenüber wahrscheinlich. Ansonsten hätte ich mich jetzt gewundert, denn wir hatten ja schon das Ding rausgerammelt. Warum sind das wieder Zahlen? Und was mache ich jetzt hier? Vielleicht hier weitergehen einfach. Oh ja, sieht gut aus. Entdecken Sie das alte Grab. Okay. Alter.
dachte schon. Okay, dann. Unser Freund. Dachte ich mir. Immer noch mal umdrehen. Auch wenn es egal ist, aber. Ich mein. Ich lasse es doch nicht liegen, wenn ich sehe. Gibt's hier noch was? Ach, hier kann man gleich wieder rum. Das ist gut. Muss man nicht wieder komplett zurück. Das ist uns immer ätzend. So, einmal haben wir. Was? Wie? Geht's nicht? Ah, doch. Oh, oh, das wird laut. Hier. Aua. Alter, die sind immer richtig zurückgesprengt. Ist ja kein Wunder, aber. Schon heftig. Oh. Na nü. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Ja, das, wenn ich wüsste. Können wir nochmal aufsetzen, so nächstes Mal bestimmt lustig. Helm der Su-Dynastie? Oder was auch immer, keine Ahnung. Da hinten geht's ja noch weiter. Da hinten geht's ja noch weiter, das ist so eindeutig. Ah, ja, klar geht's da weiter. Nur. Jo. Klappt. Moment mal. Ach, das geht? Nee. Ja, und. Wie genau. Wie genau sollen wir jetzt das machen? Wenn wir da oben das Ding wegspringen? Und? Ist es weg? Nein, natürlich nicht. Oh oh. Nee. Keine Ahnung, keinen Schimmer, wie das geht. Aber wir können. Was ist, wenn wir. Ja, das bringt. Ich will nicht die ganzen Granaten verballern. Entdecken Sie das alte Grab, ja. Was ist hier? Geocaches. Ja, können. Ja, es bringt gar nichts. Ja, toll. Ja, wie soll ich das Ding kaputt kriegen, Mensch? Ist genau. Ja, gut. Moment. Ich möchte mal gucken, ob ich von der anderen Seite reinkomme. Das wäre nämlich noch eine Möglichkeit. Das wird dann auch erklären, warum es hier noch weitergeht. Ah, war klar. Hätte mir auch denken können. Habe ich natürlich vorhin wieder nicht gesehen, tut mir leid. So, was haben wir hier Schönes? Oh. Ah ja, Bergungsgut nehme ich natürlich mit. Nein, nehme ich nicht mit, da müssen wir wieder runter. Das bringt nichts. Hier gehen wir durch. Ah. Ja, gut, da würde ich sagen, ne? Machen wir in der nächsten Session weiter. So, hallo, hier nochmal im Endscreen. Ja, war heute eine ganz schöne, chillige Folge mit ganz viel Sprachfehler. Aber Failers, weil ich schon Fails und Failers, egal. Auf jeden Fall, ja, hat Spaß gemacht, wie immer. Bis zur nächsten Folge. Schönen Tag euch und genießt die Sonne. Tschüss.